Recht herzlich willkommen zur 34. Folge von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ja, wir hatten letztes Mal einiges durchgeguckt und ja, momentan können wir nichts machen. Unser Ziel sollte irgendwie sein, England hier noch raus zu vertreiben. Dafür müssten wir aber auch einen Anspruch fingieren und unsere beiden Diplomaten sind irgendwo anders unterwegs. In Lüttich fingieren wir Anspruch, das ist hier. Was ist in Lüttich denn so los? Die haben Waffenstillstand mit Hessen, Aachen und der Pfalz. Und irgendwie als Teil des Heiligen Römischen Reichs Handel durch Kaufmann. Also wenn wir, ja, könnte etwas schwierig werden, ne, wenn wir die angreifen, ne? Aber wir machen erstmal den, fingieren erstmal einen Grund, ne? Was haben wir hier? Gewarnt von Österreich. Aha. Was hier? Zielland einer Geheimdienstaktion ist Frankreich. Kriegsgrund gegen Aachen. Waffenruhe mit Aachen, Hessen und die Pfalz. Rivalen sind Aachen und Köln. Und Feinde sind Aachen. Ja, wir müssen da gucken, was da passiert, ne? Auf der einen Seite würde ich das ja gerne haben wollen. Auf der anderen Seite müssen wir gucken, dass wir das Heilige Römische Reich nicht dann gegen uns haben. Irgendwann müssen wir das gucken. Wenn der Anspruch durch ist, was ja nicht mehr ganz lange dauert, dann müssen wir halt schauen, dass wir hier unten weiterkommen, ne? Na gut. Da müssen wir schauen, dass wir das dann den Anspruch fingieren, dass das unseres ist. Wir haben Ansprüche auf Provinzen, die nicht euch gehören. Flandern, Labourd, Provence und Kent. Ach, Labourd hatten wir doch hier, ne, oder? Ah, da brauchen wir gar keinen Anspruch fingieren, den haben wir schon. Da brauchen wir nur warten, bis der Waffenstillstand zu Ende ist. Und das ist im November 1482. Würde bedeuten, wir könnten rein theoretisch ja schon mal in die richtige Richtung marschieren, oder? Sind zwei Armeen, einmal 8 und 1 und 12 und 3. Gut. Die laufen jetzt in den Wald. Okay. Jetzt laufen sie dahin, das ist ja auch gut. So, Lüttich haben wir gleich den Anspruch fingiert, dann wird wieder ein Diplomat frei. Na, das machen wir erstmal weg hier. Stehen ja schon kurz vor der Tür, ne? Na, dann müssen wir aufpassen hier mit Embargo und so. Jetzt sollten wir diese Schiffe dann ein bisschen zurückziehen, oder? Den Golf von Biscay irgendwo in den Hafen ziehen, ne? Marseille oder so. Marseille. La Rochelle müsste hier sein, ne? Ist das da? Ich weiß es nicht. Gucken, was irgendwie geht. So, Diplomat ist durch. Okay, das haben wir geschafft. So, 2. Oktober 1481. Naja, ist noch ein ganzes Jährchen. Dann sollten wir gucken, was wir mit ihm hier machen. Die zweite Geschichte ist die Provence, oder? Ja, da verbessern wir unsere Aktionen schon mit. Das ist jetzt die Frage, was ist die andere Möglichkeit, die wir machen? Anspruch fingieren wollte ich da jetzt nicht unbedingt. Beziehungsaktionen. War das jetzt wirklich 200? Miese. Rivale. Okay. Also Lüttich wäre wohl jetzt nicht gerade sinnvoll, weil das alles zum Heiligen Römischen Reich gehört, ne? Da müssen wir also nochmal sein lassen. Ja.
Das haben wir hier unten, das ist die Provence. Hier war, glaube ich, noch unentdecktes Land. Das war Österreich. Das gehört zur Provence hier. Und das ist auch wieder Österreich, ne? Metz gehört wohin? Lothringen. Auch Teil des Heiligen Römischen Reichs. Das ist nicht gut. Ja, unsere Sache wird also definitiv sein, hier dieses hier den Engländern zu stibitzen, ne? Dieser Hafen bildet einen sicheren Rückhalt für Schiffe. Kriege ich das denn da auch rein? Ja. Man möchte ja mehr von hören, mehr diesen. Na super, ich würde es aber gerne nicht halbieren. Wo war denn jetzt das, der da in den Hafen geht? Ach so, okay, da geht's irgendwie wohl nicht. Auch schön, ne? Ja, dann fahren wir da in den Hafen. An der Goron-Mündung. Geht halt nicht anders. Schnee liegt gerade. Ist jetzt wirklich nicht so ganz so viel zu tun, ne? Abwarten. Da ist noch eine Armee. Dann schicken wir die mal dahin. Und das ist, sind 1000 Reiter oder was? Nee, Fußsoldaten, Reiter würden ja hier stehen. Hier stehen sie, Infanterie. Gut. Was macht das andere alle? Automatisch speichern gerade. Beziehungen verbessern mit der Hanse. Ne, das will ich gar nicht. Wirtschaft. 615, das ist doch super. Handel ist immer noch okay. Ja, hier müssen wir gucken, dass wir mal mehr kriegen. Marineambitionen werden da gestärkt. Stürmen und schießen, ja, das ist auch nicht schlecht, ne? Nationale Ideen müssen wir weiter durchbringen. Dafür haben wir auch den Typen da eingestellt, ne? Technologiestufe 4. Mhm, 15 minus wäre Nachbarbonus. Tja. Geht irgendwie nicht so richtig voran, ne? 274, das sind dann 126, bis es da weitergeht. Das haben wir. Haben wir denn da was anderes, was wir auswählen? Na, das will ich jetzt nicht machen. Oh, was hier? Ein Aufruf zu den Waffen. Lass uns eine Pause machen. Die Provence ruft uns. Das Land Provence, euer treuer Verbündeter, fordert eure Unterstützung in Österreich, der Eroberung von Barois gegen Österreich an. Dies ist ein Verteidigungskrieg. Österreich ist alliiert mit, wer ist das? Keine Ahnung. Ach, Korsika und Brandenburg. Die Pfalz, Würzburg und Kastil. Okay, werden zwei Frontenkrieg. Nicht so gut, ne? Wir würden uns ihnen die gewöhnliche Höhne anschließen. Die Übernahme durch die Feind wäre doppelt so teuer. Wir werden jedoch nicht unsere eigenen Verbündeten aufrufen können. Wenn wir ablehnen, erhalten wir 25 Prestige. Tja, richtig schwierig, ne? Was ist das hier? Ich glaube, die Provence ist uns schon recht wichtig, ne? Die Franzosen. Komm, hat keinen Sinn. Truppen. Ist die Frage, wo wir sie stationieren sollten, ne?
Wir marschieren da hoch, denke ich. Wollen hoffen, dass Castile da nicht hier bei uns gleich einläuft. Da ist die Provence mit 14 Einheiten. Das ist doch schon mal gut. Ich muss mal die politische Karte anmachen. Da kann man besser die Ländereien lesen. So, das ist schon mal klar, ne? Die Truppen werden wir vielleicht besser vereinen können, oder? Savoy kommt da auch. Okay, da werden sie niedergeschlagen, die Herren Österreicher. Ist hier unten noch was am Kommen? Ich glaube nicht zurzeit. Da kommen drei... Sag schon, österreichische Einheiten. Und die werden noch mal ganz kurz zeigen, wo der Hammer hängt. Ah, Savoy ist auch mit dem Boot wohl und kämpft gegen die Österreicher. Ich glaube, die kriegen einen auf der Nase. Jetzt müssen wir mal schnell gucken, welche Einheiten, welche Provenzen haben wir. Flandern, Provence, Kent und Lüttich. Labourd, Flandern wäre das einzigste wahrscheinlich dann. Okay. Greifen da wohl schön mit an. Truppen ziehen jetzt gleich noch nach. Genau. Das ist ein ganz klarer Fall. Und wenn wir das da niedergeschlagen haben, gehen wir definitiv nach Flandern. Weil das wäre das einzigste, wo es vielleicht Sinn machen würde, dass wir das Land erobern. Aber ich glaube, wir sind ja nicht diejenigen, die den Krieg angezettelt haben. Obwohl es ein Verteidigungskrieg, ne? Ah, wir haben sogar was gewonnen auf dem Meer oder was gegen die Österreicher. Okay. Österreichische Flotte haben wir vernichtet. Das waren die hier wahrscheinlich. So, und dann geht's da in Flandern ein bisschen rund. Das ist das einzige Land, wo wir einen Anspruch von den Österreichern drauf haben. Hier unten tut sich nichts, da kommt keiner. Castile hält still. Und hier geht's jetzt rund. Schmuggler treiben ihr Unwesen. Okay, Spiel ist in Pause. Tja, stoppt sie. Stabilität verlieren können wir uns nicht leisten. Handelseffizienz minus 10%, nationale Steuermodifikate auch minus 10. Und hier wäre, ja, Geld verlieren und Stabilität, aber ich muss es so lassen. Ist meine Meinung jetzt, ne? Ja, ist ja schon ganz nett hier, ne? Marktplatz, Gericht, Textilmanufaktur. Umschlagplatz wäre... Provinzgeschichte. Na gut. Unsere Moral ist gut. Bei irgendwo Österreicher, da am Ärmelkanal ist so ein Bötchen, aber da ist die Provence auch schon zugange. Kardinal jenseits der Grenzen. Da würden wir Geld verlieren. Langschiffspion. Ja, wir würden vielleicht einen Kardinalsitz kriegen. Also normalerweise nehme ich das. Aber heute machen wir mal das. Jetzt haben wir 6 aktive Kardinäle. So, ich weiß gar nicht, wann man da sieht, wann was passiert hier. Die Straße von Dover ist vorbei und unsere Seite hat das gewonnen. Ah, wir haben Flandern besetzt.
Jetzt gehen wir mal ins Nachbarland und machen mal da schön weiter, oder? Oh, da sind die Engländer, die Dingens mit 10 Leuten. Oh Gott, Rosa fürs Henry, der Neufchâtel. Ein Berater ist gestorben. Unsere Truppen marschieren natürlich hier gegen die netten Österreicher. Ja, vom Kastell kommt zum Glück nichts. Und wir werden sie dort erstmal begrüßen, die Österreicher, ne? Ah, da kommen natürlich... Oh, da müssen wir definitiv unterstützen. Ah, die würden sich schon mal ergeben, sag ich schon. Die würden das schon schaffen. Oh, die Österreicher haben gegen unsere Flotte gewonnen. Warte mal gerade, das will ich mir angucken. 2 Schiffe weniger. Das war jetzt nicht gut. Okay, und wo wird gekämpft? Schlacht von Lothringen. So, jetzt haben wir die Überhand. Was für ein Ereignis ist das? Sie erzählen uns über den... Oh, das ist ja nervig hier, das machen wir erstmal zu. Sie erzählen uns über das Ereignis Ende des Kastilischen Bürgerkriegs, wobei sie von der möglichen Option, das wird uns Portugal näher bringen, gewählt haben. Okay. So, jetzt können wir hier nochmal reingucken. Und die Pause rausnehmen. 45 zu 10 Truppen. Die Österreicher sehen jetzt gerade nicht gut aus, denke ich, ja? Prozent haben die Österreicher die Oberhand. Das finde ich jetzt nicht so gut. Und dann, nee, wir haben die Oberhand, so. Ja, die wollten das doch haben, oder wie war das? So, wann hört das denn hier auf, hä? Da unten kommen schon wieder 2 Truppen. Oh, 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 da kommen ja 19 Truppen noch nach. Vielleicht schaffen wir die Schlacht aber vorher noch zu schlagen. Das wäre nicht schlecht, ne? Okay, die Provence hat irgendwo einen auf den Sack gekriegt. Ah, das ist gut gelaufen. Gut, und weiter geht's dann, oder wie? Die 19 Truppen kommen da jetzt noch rein, ne? Da geht's noch weiter, oder? Ja, denke ich mal, ne? Nee, doch nicht. So, unsere 20 Truppen ziehen dann mit den Provence-Einheiten nach, um die zu unterstützen. Ich glaube, das ist super für uns, oder? Besançon. Ja, 39, ne? Ja, da werden wir sie irgendwie schlagen müssen. Ich mach das mal so. Ja. Und wir haben eine relativ schlechte Moral, sehe ich gerade, ne? Das ist nicht gut, ne? Da wird kapituliert in Savoy. Savoy ist gerade nicht gut dran, ne? Aber die österreichische Moral ist auch nicht gerade besser, ne? Wir haben mehr Männer und sehen alt aus. Ja, Terrain minus 1 haben wir auch noch. Kommt schon. Macht Ende. Wie sieht es in unserem Reich aus? Sonst ist nichts. Da unten kommt auch keiner.
Komm, macht sie kaputt. So, da. Und wo ziehen sie lang? Ich glaube dahin, ne? Dann werden wir sie diesmal verfolgen. Und gucken, dass wir sie aufreiben. 12 gegen 17. Unsere Moral ist natürlich auch nicht gerade die beste, ne? Aber wir müssen es tun. Kriegen wir sie? Nee, kriegen wir nicht. Sowas Doofes. Okay, dann gehen wir mal rein und befreien dieses Land. Weil das sind die Österreicher, die da einmarschiert sind. Die Besetzung wollen wir mal ganz schnell aufheben. Kann nicht sein, dass unsere Verbündeten besetzt werden von Österreich, ne? Da oben, das haben wir noch. Wir haben 6% geschafft, das ist doch cool. Aber wir können ja mal hier zurückziehen. Oder wir machen das sogar dahin und besetzen das Land dort. Wer ist das denn hier? Lothringen, okay. Die sind, glaube ich, auf unserer Seite, ne? So, Savoy müssen wir befreien. Hoffen, dass es auch klappt. Das hat schon geklappt. Wir werden da jetzt noch weiter versuchen, Landeinheiten der Österreicher. Ah. Gut, alles klar. Lancaster, Castille. Oh, ich will hoffen, die kommen jetzt nicht gerade auf den Gedanken, uns jetzt von hinten anzugreifen, ne? Wäre jetzt nicht so ideal, ne? Ja, jetzt können wir die Engländer auch angreifen. Ah, mein König. Gut. Das ist gut. Brandenburg ist ein Kollege von Österreich. Da müssten wir mal hin. Aber die ziehen vorbei. Und warte mal, jetzt machen wir mal eine Pause. Was ist das? Mein König, unsere Diplomaten werden ihre Bemühungen zur Beziehungsverbesserung mit Provence. Da der maximale Beziehungswert, okay. Abberufen, ist klar. So, und ich würde mal sagen, da wir jetzt hier mitten im Krieg sind, aber gerade keine aktive Geschichte haben, das haben wir gerade befreit, das gehört wieder Savoy, das ist von Dingens besetzt, ne, oder? Besetzt von der Provence, das ist auch gut so. Und hier sind wir dran am Arbeiten. Das ist dann auch gut so. Ich würde sagen, die 13er Armee, die jagen wir dahin, um vielleicht die abzufangen. Ich glaube, die stehen. Das passt dann. Und die Brandenburger, die müssen, glaube, weil die böse sind, die sind ja verbündet mit den Österreichern und sind im Krieg mit der Provence. Ja, genau. Und deswegen werden wir die versuchen abzufangen. Gut, aber weiter geht's dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.